Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe damals ganze 20 Kilo abgenommen und in diesem Video werdet ihr meine Top 8 Abnehmtricks erfahren und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei nach dem Intro. Fangen wir an mit Tipp Nummer 1. Füge Volumen in deine Mahlzeiten ein. Das heißt, versuch deine Mahlzeiten so zu gestalten, dass du relativ viel Gemüse isst, weil Gemüse hat auf 100 Gramm 40 Kalorien, Nudeln haben auf 100 Gramm 356 Kalorien. Das macht schon einen großen Unterschied aus. Das heißt, ihr könnt mehr essen, ihr könnt mehr Volumen essen, dafür weniger Kalorien. Ihr müsst immer das Verhältnis sehen. Nüsse zum Beispiel haben auf 100 Gramm sehr viele Kalorien, Gemüse hat auf 100 Gramm oder Obst auf 100 Gramm relativ wenig Kalorien. Das heißt, versucht viel Gemüse, viel Obst zu essen. Und Lebensmittel, wie gesagt, halt, die relativ viel Volumen haben, aber auf der Menge wirklich wenig Kalorien haben. Ein guter Tipp von mir, auch noch Kartoffeln. Nummer 2, variiert eure Kochmethoden. Das heißt, falls ihr normalerweise euer Fleisch mit Öl anbratet, dann versucht einfach mal das Fleisch zu kochen, entweder in den Ofen zu packen, euer Gemüse zu dünsten, statt mit Öl anzubraten. Ist eine gute Alternative, um Fette einzusparen. Nummer 3, aktive Bewegung. Versucht wirklich täglich die 10.000 Schritte zu laufen. Das ist sehr gut, um Kalorien einfach nebenbei noch zu verbrennen, um einfach aktiv zu bleiben. Das regt den Stoffwechsel an, die Fettverbrennung und ist gut für euren Körper, einfach aktive Bewegung. Nummer 4, viel Wasser trinken. Um euren Körper wirklich dauerhaft mit Wasser zu versorgen, ist sehr, sehr wichtig, auch für den Stoffwechsel, genügend zu trinken, schön fürs Training, auch gut, um wirklich Power und Energie zu haben für den Alltag, für den Kopf, für den Geist, einfach perfekt für euch. Genügend Wasser trinken ist sehr, sehr wichtig. Pro 20 Kilo Körpergewicht ungefähr 1 Liter empfehle ich immer so, also denkt dran. Nummer 5, noch ein ganz cooler Tipp von mir, langsam essen. Versucht eure Mahlzeiten wirklich nicht runterzuschlingen, falls ihr richtig Kohldampf habt. Versucht davor wirklich ein Glas Wasser zu trinken, um den Hunger noch mal ein bisschen zu dämmen und dann die Mahlzeit wirklich langsam essen. Dabei vielleicht etwas Fernsehen gucken, um es einfach langsam zu genießen. Oder ihr guckt dabei vielleicht ein bisschen im Handy, ein paar YouTube-Videos oder so. Ist ein cooler Tipp von mir, langsam die Mahlzeiten zu essen. Nummer 6, Leute. Hört sich zwar jetzt komisch an, aber versucht mal eure Zähne wirklich oft am Tag zu putzen. 3-4 Mal. Das dämmt wirklich den Hunger. Putzt euch mal die Zähne und danach, ihr glaubt mir, ihr habt echt gar keinen Hunger. Ist ein cooler Tipp von mir. Ich weiß zwar nicht genau, woran das liegt, aber es ist wirklich so. Versucht das einfach mal. So könnt ihr es wirklich länger herauszögern, die nächste Mahlzeit zu essen. Sozusagen zur Überbrückung. Wisst ihr, wie ich meine? Nummer 7. Genügend Schlaf. Ist sehr, sehr wichtig, genügend zu schlafen, um fit zu sein, wenn ihr nicht ausgeschlafen seid und morgens nach 6 oder 5 Stunden aufwacht. Glaubt mir, da habt ihr einen richtig Kohldampf und habt richtig Hunger, diesen Magenhunger. Es ist sehr, sehr wichtig für die Regeneration, für den Muskelaufbau, für den Fettabbau, für die Vorgänge im Körper, für euer Gehirn. Für die Konzentration nächsten Tag ist es einfach perfekt und ihr fühlt euch natürlich auch viel, viel besser, als wenn ihr jetzt unausgeschlafen seid. Deswegen sage ich immer, zwischen, sagen wir, 8 und 10 Stunden zu schlafen, wirklich genügend. Also das ist so meine Empfehlung. Ich schlafe teilweise 9 Stunden am Tag und das ist relativ viel, aber damit komme ich echt gut klar, weil ich wirklich viermal die Woche hart ins Training gehe, schwere Grundübungen mache und dann brauche ich den Schlaf auch. So Leute, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, Nummer 8. Cardio-Training auf leeren Magen. Wenn ihr morgens aufsteht, wach werdet, natürlich morgens erstmal 1 Liter Wasser trinken, ist ganz, ganz wichtig. Meiner Meinung nach, das ist so ein Ritual von mir, wenn ich morgens aufstehe, direkt 1 Liter Wasser rein, weil ihr über die Nacht wirklich Flüssigkeit verloren habt, um die wieder einigermaßen auszugleichen. Was dann auch noch richtig cool ist morgens, die erste halbe Stunde wirklich in dem Zeitraum, ihr seid eine lange Zeit gefastet gewesen, das heißt, ihr habt über 10 Stunden teilweise nichts gegessen, über 15 Stunden, je nachdem, wie lange ihr geschlafen habt und den Tag vorher nichts gegessen habt. Das heißt, wenn ihr dann ins Cardio Training geht, habt ihr so einen richtig geilen Fettverbrennungseffekt. Der Körper hat keine Reserven mehr, wo er zurückgreifen kann und er geht dann an die Fettpolster. Das heißt, ein HIIT-Training, 30 Minuten Stepper, schön mit Intervallen arbeiten oder auch einfach draußen laufen, Fahrrad fahren, je nachdem, was ihr mögt, worauf ihr Bock habt, ist ein richtig cooler Tipp von mir. Und diese Tipps habe ich in meiner Diät angewendet, um ganze 20 Kilo abzunehmen, um meinen Körper so hinzubekommen, wie ich mir ihn vorgestellt habe. Und diese Tipps haben mir sehr dabei geholfen, Freunde. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Für mehr solcher Videos gerne abonnieren, damit ihr keine der weiteren Videos verpasst. Abonnieren, Freunde, unbedingt. In letzter Zeit sind echt viele neue Leute dazugekommen. Das freut mich echt. Herzlich willkommen euch erstmal hier auf dem Channel, Mann. Falls ihr Fragen habt oder irgendwas wissen möchtet, gerne in die Kommentare damit. Schaut auf meinem Channel vorbei. Ich habe Videos zur Unterhaltung, zum Training, zur Motivation. Schaut einfach mal vorbei und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.